Wir sind gerade auf dem Weg zu unserem ersten Stray Kids Event. Haben schon hier den Schmuck an. Achso, ja, die Ringe. Moment. Und ich sehe schon die Schlange, aber es wirkt nicht so ultra voll, was sehr, sehr cool ist. Und es ist so ein Cup-Sleeve-Event für so Bubble Tea Becher. Also Cup-Sleeve interessiert mich jetzt nicht so, aber es gibt auch Fotocards. Das ist so egal. Und ich habe einfach Bock auf so ein, also ich habe bloß Stays zu treffen. And I think it's gonna be fun. Ich habe Bock auf Bubble Tea. Hello! Wir sind da. Oh mein Gott, es ist wirklich ganz so überbelichtet. Oh mein Gott! Wollt ihr euch einmal vorstellen? Hallo, ich bin Jessie. Hi, ich bin Ina. Wir kennen uns vom Tanz. Und ohne dich wüsste ich nicht, dass es hier stattfindet. So, thank you for that. Ich weiß nicht, warum es so da überbelichtet ist die ganze Zeit. Ihr scheint einfach bright, like a diamond. Scheint bright, like a diamond. Ja. Wir dachten, wir kriegen richtige Fotocards, ja. Aber wir haben bisher nur die bekommen, die auch sehr süß sind. Aber vielleicht können wir bei der Tombola noch was gewinnen. Das müssen wir noch herausfinden. Du überlegst, nochmal bei der Tombola teilzunehmen, ne? Ganz viele 50 Cent Münzen. Weil wir haben gerade schon einmal teilgenommen und da haben wir Sticker bekommen. Und es ist auch sehr, sehr süß. Zeig mal bitte den du bekommen hast. Look at this one! He's so cute! I'm so adorable! So fluffy, I'm gonna cry! Hey, was ist? Ich komm kurz vorbei. Hallo! Wie cute war das gerade? Ich glaube, mein Herz hat, oh, wir hätten sie kriegen können. Kriegen wir die jetzt noch? Alles okay. Nee! Nee! Leute! Wir hätten die Bahn noch bekommen, aber nicht die richtige. Ich glaube, wir müssen nach der ganz vorne. Ah nee, ich weiß nicht, wo der Ausgang ganz gut ist. Ich auch nicht, scheißegal. Sehen wir dann. Anyways! Wir haben so zuckersüße Menschen kennengelernt. Ganz Days. Ich liebe sie einfach. Das war so schön. Vor allem haben die, also die eine hat uns Fotocards geschenkt. Also nachdem wir uns so ein bisschen kennengelernt hatten, weil sie so, dürft ihr euch welche aussuchen, wer es euer Bias ist. Jetzt habe ich eine ganz, ganz süße IN-Karte. Sie hatte so viele Fotocards. Mein Herz ist auch. Können wir das kurz hier hinstellen? Geilster Winkel ever! Hey, das Licht ist irgendwie viel. Nee. Jetzt fahren wir noch weiter zu Neo Tokyo, weil da noch Lina und Jessie auch hingegangen sind. Und naja, vielleicht gibt es ja noch ein kleines Album oder so. Es ist einfach heute ein Fan-Day, vor allem weil ich später mir noch den Film von Louis Tomlinson angucke. Also heute ist wirklich Premium-Weekend. Ja. Wollen wir gleich unsere Fotocards einmal zeigen? Ja, auf jeden Fall. Aber lass das mal entspannt zu Hause machen. Ja. So, ich habe auch so Sticker auf. Sticker, ja, es ist einfach so cute gewesen. I loved all of them. Und wir haben uns connected mit den Stays. Und wir, also ich fände es so schön, wenn wir ein Follow-up-Event machen. Also ich würde es wirklich gerne machen. Ja, ich möchte es auch. Wir werden da hinterher sein. Pinky Promise, hallo. Sorry. Wir müssen lieber aufspucken oder was? Nein, bitte nicht, danke. So, ich habe jetzt eine kleine Pause zu Hause gemacht. Sogar auch schon mein Album angeboxt. Aber das nicht mitgefilmt, weil ich wirklich einfach einen kleinen Moment brauchte, um durchzuatmen. Ich zeige euch das aber später nochmal. Und jetzt bin ich auf dem Weg zu meinem nächsten Fan-Event-Punkt heute. Und zwar den Film anzuschauen. Ich freue mich schon sehr. Direkt jetzt einmal noch in einen anderen Fandom eintauchen. Aber bei dem Stray Kids Event war auf jeden Fall mindestens ein Harry Styles Fan auch, weil da jemand so einen Harrys Hausbeutel hatte und ich war so, hey, guck mal. Ja, generell haben wir eben schon gesagt, es waren so cute Menschen da, also sehr, sehr stylische Menschen auch. Auch sehr viele Leute mit bunten Haaren und sehr, sehr eindeutig so K-Pop-Fans oder wie man sich das halt vorstellt. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt im Kino ist. Ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen erschöpft. Ich glaube, normalerweise wäre ich jetzt heute nicht nochmal rausgegangen. Aber das ist jetzt halt einfach so. Und ich kann mich, glaube ich, gleich schon im Film auch entspannen. Bin gespannt, ob ich weinen werde. Ich glaube, es wird emotional, to be honest. Das war emotional. It's over now. Aber es war richtig, richtig schön. Ich würde, glaube ich, jetzt hingegangen. Ja. War richtig, richtig gut. Ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen soll. Ich muss es erstmal verarbeiten.